Also ich muss da hinten lang. Die Augen sagen, ich soll da lang. Fühl ich das auch. Was? Wo? Komm schon. Komm schon. Schaffen das. Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, das sieht wirklich sehr gut aus. Ich habe Angst vor Laufen, ich laufe. Jetzt werde ich sterben. Oh. Das ist mein Untergang. Oh. Oh, ich dachte gerade, ich muss... Oh, Gott sei Dank. Okay. Was donkt hier so? Keine Ahnung, vielleicht ist es nur... Oh, weiß nicht. Muss ich rennen? Nee. Okay, ich renn. Habe ich das jetzt? Okay, ich renne. Oh, dieses Spiel ist so gut. Was? Wie lang soll ich? Oh, komm mal hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was geht hier ab? Hä? Ja! Ich muss rennen! Rennen! Die Dinger drin voll durch! Voll die scheiß Mistviecher! Okay, hier lang. Dann, hier lang. Beeil dich, Danny! Sehr gut, Danny, du machst das schon. Ich bin so stolz auf dich, Danny. Hast du es nur gelernt, Danny? Okay. Oh Gott. Was? Was? Oh, da geht's lang. Ich war gerade total verwirrt, sorry. Ich würde sogar was trinken, aber ich will mich gerade auch ein bisschen beeilen. Amma, Danny. Dieses Spiel ist so gut. Es ist so mega gut. Kann ich da lang? Oh, sorry, ich hänge. Oh Gott. Das weg. Da. Das weg. Ja. Und ich passe vorbei, wo ich nicht fett bin. Weil ich nicht fett bin, ja. Ich will hier nicht so in den Mauern sein. Das ist irgendwie nicht so geil. Wo die ganzen Kabel sind. Ich habe Angst, einen Schlag zu bekommen. Alter, was? Alter, was? Leute, ist man mal kurz nicht da schon? Macht er hier alles blutig? Das ist aber nicht so nett. Oh, oh. Nicht nett. Ich laufe ja schon. Ich laufe. Da ist die Tür. Öffnen wir sie. Bitte. Hä? Auch da. Tür. Okay. Okay. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this.
I'll be there for you. You owe me this much. Promise me. She said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course he did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. King hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. Didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. We made it. I finally understand. Oh Gott, ich habe so Gänsehaut. Wo sind wir jetzt? Oh Mann, dieses Spiel, es ist so gut. Oh, hier baut sich langsam der Weg für uns auf.
Ich glaube, das, was eben... Okay. Was gezeigt wurde, ist klar. Was gesagt wurde, ist auch klar. Hi. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Adam. What the hell is this? Cora. You made your way here. Let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus. The virus will get to me no matter what. Here, or out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. The lockdown was just an excuse to get me. Why lie? Look, what else could I do? They had you so looped in your repressed memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. The host? A host? I guess that's supposed to be me. Nein. Yes. The observer's mind is isolated. Detached from the grid. It's the only place where I can hide. Fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh. It's amazing. Our minds will merge. Merge? Mm. Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. Plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. Wie kann ich dir vertrauen? There must be another way. There isn't. It's up to you. Ich will das nicht. You made me to die and go on with this fever dream of existence. No. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. Nee, das will ich nicht. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich es mache. Aber ich würde es gerne auch nicht tun. Aber was mich so interessiert, was passiert, wenn ich es mache, mache ich es einfach. Es interessiert mich doch jetzt mal wirklich. Auch wenn es richtig ekelhaft klingt. Verschmelzen uns und... Iteration after iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself. And it terrified him. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it.
and was never supposed to go after you. But the drugs and the paranoia took over. After that, I went full on feral. The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyle. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Verrecke! Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice, will you let your son die? Or will you say? Also nach diesem Gespräch ist es so einfach, mich zu entscheiden. Fick dich, Junge. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for it when you did. Bitch. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever and a day. Go to hell. After you. I regret it must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Okay, es ist noch nicht zu Ende. What the fuck? Ach, ich bin jetzt eher. Ach so. Oh, die Sicht ist echt kacke bei ihm. Tut mir leid. Okay.
Und jetzt müssen wir irgendwas klicken. Ich hab... Ja, ich glaube, ich muss einfach raus, oder? Was soll ich tun? Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch weitergeht, aber ich finde, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, ihn nicht freiwillig unseren Körper zu geben, weil er ist nicht mehr unser Sohn. Thank you for your cooperation. Here you are. The situation is under control. Okay, das war jetzt das Ende. Ich wollte gerade schon in den Credits was sagen, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es so krass, was mit Adam passiert ist und die Idee und was mit der Mutter passiert ist und einfach diese Ironie, dass die Mutter es nicht wollte, als sie ja da um ihr Leben gekämpft hat, dass sie Teile ersetzt bekommt oder was weiß ich, was da genau war. Sie wollte halt menschlich bleiben, was ich total verstehen kann. Und dann hatte halt Daniel diesen Unfall und er musste es machen, ne? Er wollte ja auch nicht sterben. Und bei ihm gab es halt keine Chance, dass er halt menschlich bleibt, weil entweder ist er in diesem Fass oder ja halt zur Hälfte oder über die Hälfte da Roboter, was weiß ich. Und Adam fand es halt überhaupt nicht gut, ne? Dass die Mutter das dafür sterben musste, aber Daniel sich gerettet hat und er macht so eine Scheiße, dass er seinen ganzen verfickten Verstand dort vom Körper löst und so. Das ist schon ziemlich die Ironie davon, finde ich. Ich finde, es war die richtige Entscheidung, ihn umzubringen, weil er hat ja gesagt, er hat dutzende Male Adam umgebracht. Version von ihm und auch die richtige Version und das ist jetzt einfach nur nicht der richtige. Das ist halt... ja, nicht der Originale. Und deswegen finde ich es gut, dass die ihn hoffentlich umgebracht haben. Weil man hat es am Ende ja nicht mehr mitbekommen.
Weil ich möchte nicht, dass Leute irgendwann keinen Körper mehr haben, sondern irgendwie hier mit solchen Sachen verbunden sind. Ich finde das total gruselig und... Oh. Und er hat Leute dafür umgebracht. Er hat diesen Slicer, was auch immer, was gerade nicht mehr wieder heißt, der Victor da total benutzt und unter Drogen gesetzt und so. Und oh, was für ein Arschloch. Aber wir sind halt jetzt alle tot und auch der Typ E musste leider auch sterben. Für die Menschheit, ja. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Projekt und ciao, Leute.